Dann würde ich sagen, starten wir mal. Herzlich willkommen zum Stockfree TradeMate Livestream. Stockfree TradeMate ist der hauseigene Trading Service von Stockfree. Und in dieser Folge ist der Dirk Siebenhaar ganz neu bei uns. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere unter dem Usernamen Vincelot. Und da werden wir natürlich heute einen Anblick in diverse Intraday-Setups geben, wie Dirk mehr oder weniger seine Strategie verfolgt, sein Breakout und Swing Trading, wie Dirk Earnings handelt und selbstverständlich gibt es dann auch einige Beispiele, wo wir das Ganze dann veranschaulichen werden. Doch zunächst wollten wir mal wie immer kurz auf die Markttechnik eingehen, damit es so ein ganzes Big Picture gibt, wie es gerade so am Markt aussieht. Und da gibt es ja seit, ich glaube, 3 Wochen oder 2 Wochen die Market Insights. Die gibt es jeden Montag. Mit TradeMate hat man auch Stockfree Plus direkt dabei. Und da gibt es jeden Montag einmal diverse Charts zu diversen Themen. Und genau, diesen Montag war es wieder soweit. Und da gab es dann wieder einige spannende Statistiken zum Thema Marktbreite beispielsweise. Da sieht man, dass es aktuell weiterhin ein Markt bleibt, der sehr stark von sehr wenigen Aktien getrieben wird. Und generell ist gerade, wie wir schon im Vorgespräch besprochen hatten, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch. Es pendelt so hin und her, auch wenn jetzt dann eigentlich die saisonal starke Zeit starten sollte in Indizes. Aber seit einigen Monaten, Jahren ist es sowieso ein bisschen alles anders. Ein User meinte, dass der Aktienmarkt Long Covid hat und sich noch immer nicht so von dem Corona-Crash erholt hat und jetzt die ganzen Statistiken, die einmal gegolten haben, ja, ein bisschen durcheinander sind. Beispielsweise steigen die Bewertungen und gleichzeitig steigen die Anleiherenditen. Sowas gibt es eigentlich historisch gesehen selten. Aber das soll es eigentlich sein, weil der Fokus soll heute bei dir, Dirk, liegen. Deswegen würde ich meine erste Frage an dich, möchtest du es vielleicht einmal kurz vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen? Und anschließend würde ich mal auch die Frage direkt an dich weitergeben. Ja, wie lief so der September und Oktober bei dir? War ja ziemlich turbulent, eher vom Drawdown geprägt, aber dein Depot hält sich sehr, sehr stark und du hast ja auch eine lustige Idee, wie du das Ganze einleiten würdest. Ja, erstmal hallo zusammen. Ja, mein Name ist Dirk Siebenhaar. Ich war hier lange als Vincelot unterwegs, als User und bin dann irgendwann hier Experte geworden. Ich bin eigentlich beruflich Kreativdirektor und Kreativer in der Werbung und schreibe auch Werbetexte und ja, und bin irgendwann vor 5 oder 6 Jahren so etwa zum Aktienhandel gekommen, über ein Börsenspiel, wie ganz viele andere auch, und ja, hängen geblieben und habe mich da immer weiter reingegraben. Also ich würde mal sagen, seit 5, 6 Jahren ist das eigentlich meine Hauptlektüre von morgens bis abends. Und ja, ich habe mich da irgendwie so ein bisschen festgebissen. Und ja, jetzt bin ich hier und bin irgendwie Experte geworden. Und wie Valentin schon sagte, wie ist es dir ergangen, seit du Experte geworden bist? Und da habe ich mal ganz kurz hier den S&P, den ich euch zeigen wollte, und mit dem kleinen roten Pfeil markiert den Tag, an dem ich sozusagen mit meinem Depot Long Only hier bei Stock 3 angefangen habe. Insofern dürfte das vielleicht die Frage beantworten, wie es mir so geht. Ja, also es war sehr wechselhaft im Depot, aber das kann ich euch auch mal zeigen. Das habe ich nämlich hier unten dran gehängt. So sieht das Depot im Moment aus. Und darüber kann ich vielleicht auch mal ein paar Worte verlieren. Das Depot heißt 10 Trader, das heißt, es sind immer nur 10 Positionen maximal drin. Eigentlich sind es eher weniger, also die meiste Zeit sind so 5, 6 Positionen drin, wenn es denn normal läuft. Die Einteilung ist, dass jede Position immer im normalen Handel, das erkläre ich nachher auch nochmal, 10% hat, 10% des Depotvolumens. Das wird einmal im Jahr angepasst. Wenn der Handel etwas schlechter und schwieriger ist, so wie zurzeit, dann handle ich auch halbe Positionen, also 5%, oder Viertelpositionen, also 2,5% vom Depotvolumen. Und das mit den 10 Positionen, das hat sich irgendwann rauskristallisiert. Erstmal war es so, dass ich ja viel gelesen habe und auch viel mich mit
anderen Tradern beschäftigt habe und anderen Strategien und so. Und eigentlich war immer so der Kern all derer, die erfolgreich sind, dass sie ja sich sehr stark fokussieren auf 5, 6, 8, 10 oder 12 Aktien. Und ich selber habe auch im Laufe der Zeit festgestellt, dass mir das gut tut, weil ich viel konzentrierter an der Aktie bin und an deren Kurs. Um nochmal kurz auf das Depot selber einzugehen und diesen Vergleich gerade mit dem S&P, dachte ich, ist es vielleicht auch mal interessant, wenn man die Performance hier einfach mal vergleicht. Ich nehme jetzt nicht den S&P, sondern absichtlich den Nasdaq, um so ein bisschen die härtere Konkurrenz zu haben. Und da sieht man eigentlich, dass das Depot ganz gut abgeschnitten hat. Was wiederum spannend ist oder was vielleicht interessant ist, ist, dass man sieht, während der Nasdaq nachgegeben hat, hat das Depot weiter ständig zugelegt oder gleichmäßig zugelegt. Und das ist eigentlich auch so das Ziel. Hier vorne bin ich, das finde ich jetzt gar nicht so wahnsinnig toll mit der Performance, dass das so etwa parallel zum Nasdaq läuft. Aber das waren immerhin auch gute Zeiten. Das lief hier vorne auch gut an, Ende 2020. Und ist hier normal mitgelaufen. Hier hat es einen großen Sprung. Da habe ich zwei, drei gute Trades gehabt. Insgesamt muss man sagen, ist dieser ganze Trading-Stil auch darauf ausgelegt, dass man im Jahr versucht, in zwei oder drei richtig gute Aktien reinzukommen und die als Position sozusagen auf dem Weg mit nach oben zu reiten. Also das Ganze, die Gesamtperformance übers Jahr hängt nicht an dem Durchschnitt und an den Gewinnern und Verlierern. Nämlich es ist eigentlich so, dass ich eine durchschnittliche, wir können uns auch mal die Kennzahlen angucken hier von dem Depot, nicht eine durchschnittliche Trefferquote von 60% habe. Mein Risikomanagement ist eigentlich so ausgelegt, dass ich bei einer Trefferquote von 25 bis 30% immer noch auf Break-Even wäre, weil ich keiner Position erlaube, weiter ins Minus zu gehen als 5%. Und das hat sich im Grunde genommen sehr gut bewährt. Seit ich überhaupt trade und angefangen habe mit dieser 5%-Regel, bin ich rentabel geworden. Und deshalb habe ich das natürlich aufs Trading und auf die, ja, auf das aktuelle Handeln auch übertragen. Und soll ich jetzt gleich weitermachen? Hattest du schon was gefragt, Valentin, Ja, zum Swing Trading, oder? wie es der Gang war, aber hat es ja schon gesagt gehabt, hast eigentlich ziemlich das Top getroffen, aber dein Depot hat sich im Gegensatz zum S&P sehr, sehr gut gehalten. Also muss man echt sagen, und man merkt, dass du dein Risikomanagement wirklich im Griff hast, weil die Volatilität dementsprechend in deinem Depot wirklich sehr, sehr gering ist. Ich habe es gesehen, dein Maximum Drawdown war bei minus 7, noch was Prozent, das ist eigentlich gar nichts. Und da meine Frage an dich, du bezeichnest dich ja als Breakout und Swing Trader, aber es gibt natürlich dann oftmals die Frage so, ja, wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt beispielsweise StockyTrade Mate abonniert hat und dir dann mehr folgen will, wie kann man sich so deinen Handelsstil vorstellen und worauf sollte man da besonders achten? Okay. Ja, mein Handelsstil bezeichne ich als Breakout und Swing Trading. Viele von euch, die mir ja vielleicht folgen oder die viele Sachen schon gelesen haben, die ich irgendwie so schreibe, gerade diese Studies am Wochenende, wo ich immer versuche, so ein bisschen so einen Einblick zu geben, weil mein Ziel ist es eigentlich nicht, so der Alarm, der Signalgeber zu sein, so dass er sagt, oh, mein Handy piept, ich bin jetzt irgendwie im Büro oder im Supermarkt und muss jetzt schnell das kaufen, weil der das kauft. Könnt ihr natürlich auch machen, das ist ja dafür so ausgelegt. Aber das eigentliche Ziel ist es, so ein bisschen vollkommen transparent weiterzugeben, was ich mache und warum ich das mache, so dass man mit der Zeit, wenn man mir folgt, ja, diesen Stil auch erlernt oder sich eben zumindest einfach Dinge davon abguckt, weil man wird nie eins zu eins genau das Gleiche machen wie ein anderer Trader, aber man kann sich Dinge abgucken, so Bits und Pieces für sich zusammenführen. Das, was ich jetzt mittlerweile mache, ist auch etwas, was sich aus ganz vielen verschiedenen Dingen zusammengestellt hat. Was mir aber wichtig war oder weswegen ich das jetzt eigentlich auch ganz gut fand, die Gelegenheit nochmal in dem Webinar, diese ganzen Einzelteile, diese aus diesen Studies, diese ganzen
Intraday-Tricks und das, was nachher noch kommt, irgendwie, was weiß ich, wie handelt man einen Inside-Day und so weiter. Ich habe manchmal das Gefühl, das merke ich auch an den Rückfragen, dass so ein bisschen der Allgemeinblick oder das große und Ganze so verloren geht, was eigentlich so das Ziel ist. Und das wollte ich euch nochmal einfach mal im Zusammenhang zeigen, wie das so gedacht ist und wie das gemeint ist. Im Prinzip schaue ich mir jede Aktie, die ich bewerte oder auch die ihr mir schickt oder wie auch immer, erst an und betrachte sie, wo steht die Aktie in ihrem Aktienzyklus. Das ist der Aktienzyklus, den jede Aktie durchlebt, den ich euch hier gerade zeige. Und also wirklich jede, teilweise im Großen, teilweise im Kleinen. Das heißt nicht, wenn die Aktie jetzt einmal diesen Zyklus durch hat und nach hinten fällt, dass es dann aus und vorbei ist. Das heißt einfach nur, dass sie eine neue Konsolidierung aufbaut, einen neuen Boden aufbaut und dass es dann wieder weitergeht, dass sie weiter steigt oder dass sie eventuell fällt. Wichtig ist für mich, wenn ich jetzt sage, ich bin Breakout und Swing Trader, dass ich nur in einem bestimmten Bereich in dieser Aktie sein will. Das ist der Bereich, in dem sie hier an der Stelle steigt. Das nennt man, also Stan Weinstein nennt das in seinem Buch Stage 2. Also er sagt irgendwie, Stage 1 ist die Base hier unten, Stage 2 ist der Anstieg, Stage 3 ist das Top hier oben und Stage 4 ist das Fallen der Aktie. Hier drüben sieht man auf der Seite, dass die Aktie genau so fällt, wie sie vorher steigt. Das heißt, sie fällt runter, bildet hier das, was ihr viele als Schulterkopf-Schulter kennt. Sie bildet ein Tief, dann bietet sie ein tieferes Tief und dann bildet sie das erste höhere Tief. Das muss jetzt nicht jede Aktie, die wieder nach oben dreht, bildet eine Schulterkopf-Schulter. Das kann auch ein Doppelboden sein. Das kann auch eine lange gerade Base sein, aus der die Aktie ausbricht. Das kann auch ein fallendes Dreieck sein. Und dann bricht sie aus. Das heißt, sie macht hier das, was sich hier Wedge Pop nennt. Sie bricht durch die EMAs. Das erste Mal, nachdem die EMAs über ihr gelegen haben, bricht die Aktie nach oben aus. Und dann gibt es den sogenannten EMA Crossback. Sie läuft das erste Mal zu den EMAs zurück. Das ist eine ganz natürliche Bewegung. Dann geht sie nach oben, Base and Break, also heißt, sie läuft zurück an den EMA, bricht und geht weiter, bricht und geht weiter. Und dann nennt man das hier oben Exhausten Extension. Das ist, wenn die Aktie dann sich in einer Übertreibung von den EMAs entfernt und bildet ein Top aus. Danach fällt sie stark. Und dann passiert genau das, was ihr auf der Seite seht, genau das Gegenteil. Sie fällt durch die EMAs, kreuzt wieder auf die EMAs zurück und fällt weiter. Im Normalfall, wenn ich jetzt also Breakout und Swing Trader bin und jemand sagt mir, was hältst du von der Aktie, schaue ich mir als erstes an, wo befindet sich die Aktie? Das ist im Prinzip, ich vergleiche das immer mit einer Party. Ich will wissen, wenn ich auf die Party gehe, wann komme ich gerade zu der Party? Werden die Nudelsalate noch auf den Tisch gestellt und ich muss helfen, das Bier einkaufen gehen? Oder werden die leeren Pappbecher schon auf der Tanzfläche rumgetreten? Einfach um zu wissen, wann steige ich ein und habe ich da auch wirklich noch eine Chance, was zu erleben mit der Aktie? Und jetzt kann ich euch das einfach mal zeigen. Das habe ich mir nämlich ganz schlau hier ausgemalt. Also ihr habt das hier, seht das Ding alle. Und dann gehen wir einfach mal auf Nvidia als Vergleich. Hier seht ihr auch, was ich eigentlich immer mache, wenn ich anfange, eine Aktie anzuschauen. Ich gehe immer in den Wochenchart und ich habe immer nur einen einzigen EMA drin. Das ist der EMA 30 im Wochenchart, eben auch aus Stan Weinstein. Schaue, wie sich die Aktie verhält und ich sehe im Prinzip diese Bewegung. Gucke ich mir jetzt mal Nvidia, wir gehen nochmal in den Tagesschart. Im Tageschart an, da sieht man es vielleicht sogar noch besser. Dann seht ihr genau das, was ich euch hier drüben gezeigt habe eben. Ihr seht, die Aktie kommt runter, sie fährt durch die EMAs, sie geht wieder zu den EMAs zurück, geht wieder zurück. Hier bildet sie das eine Tief, das später die Schulterkopf-Schulter wird. Hier. Schulter,
Kopf, Schulter und bricht aus. Und wenn man Glück hat, bricht sie mit ein bisschen Volumen aus. Und dann gibt es eben hier auch genau auch ganz schön so ein EMA Crossback, den ersten. Und dann zieht die Aktie weiter. Und mein Ziel ist es jetzt als Breakout und Swing Trader, in der Aktie hier in dieser Phase, wenn ich merke, ab dem Moment, wo sie diesen Wedge Pop macht, wann kann ich einsteigen, wann finde ich gute Einstiege? Das wäre zum Beispiel hier der Ausbruch, wo das Volumen schon ein bisschen höher wird, der kleine Retest wäre eine Möglichkeit. Dann, das würde man wahrscheinlich jetzt gar nicht handeln hier. Das Bild bietet jetzt kein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Dann würde man vielleicht als nächstes sagen, man nimmt sich dieses hoch. Und also eher ich würde wahrscheinlich eher hier einsteigen, wenn sie das wieder bricht und man nimmt das mit. Und das ist im Prinzip das Ziel. Das kann man jetzt auch, wenn man zum Beispiel mal Alphabet anguckt, die sich in der Zeit ähnlich entwickelt hat. Die hat jetzt eine andere Bodenformation, aber genau das Gleiche durchgemacht. Sie ist mit dem Markt gefallen, Wedge Pop, immer Crossback und steigt dann an, weiter ein. Was eigentlich ganz schön ist, wenn jemand nicht den ganzen Tag am Rechner hängt und nicht in irgendwelchen 5-Minuten-Charts agiert und so, sondern wirklich nur im Tages- und im Wochenchart arbeitet, dann kann man sich eigentlich Marken legen, man kann irgendwie Alarme setzen an bestimmten EMAs. Ich finde also für Leute, die arbeiten und Swing Trading machen, immer den EMA 50 sehr gut. Wenn man eine Aktie hat, die einen sehr starken Lauf hat und das erste Mal den EMA 50 anläuft, dann ist das eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, einzusteigen. Ich habe zum Beispiel jetzt mal hier, als die Formation sieht ein bisschen anders aus, aber ich habe mal Costco. Hier sieht man auch, die hat einen ganz großen Keil gebaut, den konnte man wirklich einzeichnen, handeln hier. Das ist eine andere Formation, macht sie halt einen Wedge Pop. Dann bricht sie aus und hier hat sie ihren EMA Crossback. Hier kommt sie das erste Mal auf den EMA 50 zurück. Und das ist der Moment, wo man im Prinzip gut als ich sage mal Feierabend-Trader, wenn man nicht den ganzen Tag am Rechner hängt, anfangen kann zu sagen, okay, sie ist jetzt an den EMA 50 angekommen, nach einem guten Anstieg, finde ich hier eine Konstellation, wo ich einsteigen kann. Das wäre wahrscheinlich hier, wo sie sich wieder eine kleine Range gebildet hat. Hat man die jetzt mal gesehen, die Costco, der Zug ist ja abgefahren, das ist rum, dann habe ich mir zum Beispiel im Moment eine Autodesk in die Watchlist gelegt, die überraschenderweise das Ganze noch nicht vollzogen hat, sondern ganz ähnlich aussieht. Das hier ist der Wochenchart, also deshalb ist das ein bisschen verkürzt, aber hier sieht man auch wieder, die Aktie pendelt um den blauen EMA 30 im Wochenchart, hat also keinen Aufwärtstrend, den wir handeln können, sondern es wird gewartet, bis sie aus dieser Formation ausbricht und dann anfängt nach oben zu wandern. Ich habe mir hier eine Linie gelegt und habe mir hier einen Alarm angelegt und werde dann, wenn der Kursalarm ausgelöst wird, wieder auf die Aktie schauen. Im Normalfall schalte ich dann um in den Tageschart und gucke mir an, ob ich im Tageschart eben Einstiege finde, die für mich interessant sein könnten. Also wenn hier oben der Kursalarm ist, vielleicht bricht sie aus und ich habe einen Retest oder etwas in der Art. Dann muss man auch wissen, wenn man Ausbrüche generell handelt, dann gibt es auch Zeiten, in denen Ausbrüche wahrscheinlicher sind und in denen sie unwahrscheinlicher sind. Und hier sieht man mal, das ist jetzt der US-Aktienmarkt, hier sieht man, dass die meisten Ausbrüche, also 54% in der ersten Handelsstunde stattfinden, in der ersten halben Stunde sogar stattfinden und dass die nächsten in den 14,4% in der nächsten halben Stunde stattfinden. Das heißt, wenn man im Prinzip die ersten anderthalb Stunden
nach der Eröffnung Ausbrüche sucht und handelt, dann hat man den Großteil dessen, was man abdecken möchte, eigentlich geschafft. Man muss nicht den ganzen Tag am Rechner sitzen und Aktien verfolgen. Das Schöne an dem Handeln ist auch, an diesem ganzen Breakout und Swing Trading, dass man sich grundsätzlich Marken legen kann, an die man sich Alarme legt, und man muss die Aktie dann eben nicht die ganze Zeit beobachten, sondern greift auf sie nur dann zurück, wenn sie tatsächlich einen Alarm auslöst. Ich habe mal hier, das ist zum Beispiel, ja, das ist das Gleiche nochmal, Entschuldigung. Das ist, wenn man das gleich nennt. Hier sieht man nochmal die Wahrscheinlichkeit von zwei Ausbruchsflaggenformationen. Das eine ist das steigende Dreieck auf der linken Seite, das andere ist die gerade Flagge, die beide zusammen eine Wahrscheinlichkeit haben von 89%. Es gibt da noch andere Formen, das heißt, der zum Beispiel den Wimpel, der also oben fällt und unten steigt, der hat eine geringere Wahrscheinlichkeit, und deshalb suche ich, ist auch genau die linke Formation, dieses steigende Dreieck, ist genau das, was ich in normalen Aufwärtstrends suche. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein bisschen aggressivere Aktie hat, wie eine Carvana, dann ist das genau das. Das ist hier dieses steigende Dreieck, das hier oben dann ausbricht. Und wenn man Glück hat, hat man hier auch noch ein bisschen erhöhtes Volumen, das praktisch den Ausbruch bestätigt. Und das ist das, was man im Prinzip, also ich kann jetzt auch hier nochmal kurz umschalten auf den Wochenchart, damit man mal sieht, wie sich das da verhält. Auch hier sieht man, dass die Aktie insgesamt einen guten Wochenchart hat. Und dann ist es mir auch relativ egal, ob irgendwie links und rechts fundamental gesagt wird, die Aktie ist überbewertet, das ist eine Hype-Aktie. Im Prinzip ist es für mich sogar gut, wenn ich eine Hype-Aktie erwische, weil die dazu neigt, sich schneller zu bewegen und sich stärker zu bewegen. Ach so, da kann ich auch gerade noch mal was zu sagen. In Zeiten wie jetzt, wo der Markt eher schwierig ist, das werden vielleicht einige, die mir folgen, auch schon festgestellt haben, fokussiere ich mich stärker auf, ja, sagen wir mal, erwachsene, gestandene Aktien, also auf Blue Chips wie jetzt Alphabet, Nvidia, AMD und so weiter. Oder Meta, das sind Aktien, die auch im Moment im Markt sowieso gerade gut laufen, klar. Aber weil die einfach auch eine viel ruhigere Struktur haben, die ich handeln kann. Und das gibt mir wesentlich bessere Möglichkeiten. Also auch hier suche ich mir dann im Tageschart Einstiege, wenn ich sehe, dass die Aktie sich so verhält. Und ihr habt sicher noch dieses Stages-Bild vom Anfang im Kopf. Also hier habe ich den ersten Ausbruch, hier habe ich den Ausbruch über den EMA 200, hier habe ich den EMA, den Crossback, und hier kann ich im Prinzip den Aufstieg begleiten und handeln. Wie gesagt, solche Upgaps sind immer schwer zu handeln. Das ist jetzt kein klassisches Ding, wo ich sagen würde, okay, die eröffnet, ich steige hier oben ein, sondern hier würde ich immer noch mal eine Folgeformation abwarten im Prinzip. Und das ist eigentlich wichtig, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, wie diese Aktie jetzt hier, ich nenne das immer Charakter, also was sie für einen Charakter hat, dann macht sie das für mich sehr gut handelbar, weil sie sich ganz sauber auf dem Trend entlang bewegt. Das heißt, es hier konsolidiert sie. Also Meta ist eine der Aktien, die ich zurzeit sehr spannend finde, weil sie sich absolut sauber bewegt, weil sie jetzt eigentlich, wie auch viele andere, eine große Cup and Handle hingelegt hat, auch Palantir, zurzeit eine Cup and Handle, die ich spannend finde. Also hier bin ich ja gerade im Ten Trader schon drin, leider im Minus gerade.
Ach so, da kann ich gerade auch mal was dazu sagen. Ich wechsle nochmal zum Depot. Klar, Teile alles gut. meines Risikos. Bitte? Klar, alles gut. Gerne zeigen. Ja, ich wollte nur noch kurz dazu sagen, normalerweise achte ich immer darauf, dass im Depot einfach, wenn möglich, alle Positionen grün sind. Das ist für mich ein ganz, ganz simpler Indikator, wie läuft mein Trading, wie läuft der Markt. Also sobald ich, so wie jetzt, halbe halbe habe, habt ihr vielleicht auch mitgekriegt, stoppe ich das Zukaufen von neuen Aktien, auch wenn ich denke, wow, super Chance oder so. Ich warte erst mal ab, wie sich die Werte, die ich gekauft habe, entwickeln. Und wenn die sich nicht so entwickeln, wie ich das möchte, dann werde ich langsamer und steige auf die Bremse. Wenn ich merke, dass es läuft, dann gebe ich Gas und kaufe schneller zu und kaufe auch schneller größere Positionen. Unglücklicherweise, ich blende jetzt nicht wieder den S&P ein, bin ich jetzt in einen Markt eingestiegen, der sehr wechselhaft und sehr sprunghaft ist. Das führt dazu, dass ich im Moment in dem Ten Trader mehr, also findet im Moment mehr Handel statt als eigentlich in normalen guten Zeiten. In einer guten normalen Trendphase nimmt man sich Aktien, verkauft Teile, kauft sie dann wieder zu, wenn sie ein Stück zurücksetzen und begleitet sie eben so auf dem Weg nach oben. Das ist das eigentliche Ziel. Dieses schnell rein, schnell raus, ist dem Markt der aktuellen Marktlage geschuldet. Und hier die beiden Palantir und Broadcom sind im Moment 2,4% und 3% im Minus. Es sind beides nur halbe Positionen, weswegen ich gesagt habe, okay, ich lasse Ihnen den, also ich lasse Ihnen den Spielraum zum Stopp. Gerade in dem ja sehr volatilen Markt ist es vielleicht besser, wenn man Ihnen ein bisschen Raum gibt. Ja, Und das ist ja deshalb. absolut. Ich wollte nur sagen, dass das schon richtig so ist. Also wer in dem Markt Werte zu lange halten möchte, ja, meistens kommen die Aktien wieder zurück und die Gewinne, die man sich vielleicht aufgebaut haben, gehen dann wieder verloren. Bei Broadcom, ja, da gab es dann heute auch die Meldung, dass anscheinend der China Weg die Genehmigung der Übernahme von VMware da, ja, das so ein bisschen ja, zu verzögern das Ganze, wie China ist ja eh gerade ein schwieriges Pflaster. Aber achtest du da eigentlich so auch auf News oder schaust du rein auf den Chart? Nee, ich achte natürlich auch auf News und wenn jetzt News reinkommen, die mir also die ich irgendwie als richtig negativ bewerte, dann warte ich natürlich nicht, bis die Aktie irgendwie in den offiziellen Stopp läuft, sondern nehme sie vorher raus. Und im positiven Sinne achte ich schon auch auf News. Also in der Regel versuche ich so ab 15 Uhr am Rechner zu sitzen und mir ein Bild davon zu machen, was so die News sind. Vor allem suche ich dann nach Aktien, die Upgaps haben, also die nach oben gesprungen sind. Und dann suche ich nach Upgaps, die mit Volumen nach oben gestiegen sind. Und die Aktien versuche ich dann ja entweder direkt zu handeln oder ich lege sie mir auf die Watchlist und warte anschließend Konsolidierungen ab. Das heißt, sowas wie Netflix heute, was so extrem gesprungen ist, würde ich nie sofort handeln, sondern würde jetzt immer warten, bis sich eine neue Base bildet. Aber das kann ich euch gleich erklären, wenn wir über die Earnings Winner sprechen, weil ich da genau das mache. Ich wollte jetzt nur gerade bei Palantir hier noch sagen, das ist sowas, da versuche ich im Prinzip hier früher in die Flagge reinzukommen und ich nutze eigentlich oder versuche alles zu nutzen, was mir der Chart hergibt. Ich verwende keine Indikatoren, Supertrend oder sonst irgendwas. Ich schaue mir nur die Kerzen an und die EMAs und das war's. Und man nennt das auch Price Action Trading. Also ich fokussiere mich auf die reine Preisaktion und sehe dann eben in so einer Kerzenkonstellation, das hat für mich den Einstieg bei Palantir hier reizvoll gemacht, weil ich hier einen Hammer sehe, der sofort wieder nach oben gekauft wurde. Und die Aktie ist wieder in diese kleine Flagge hier zurückgekehrt.
Deshalb bin ich auch an dem darauffolgenden Tag oder so eingestiegen und im Moment dabei geblieben und habe den Stopp unter das Tief des Hammers gelegt. Also ich suche dann immer den nächsten logischen Stopp und achte darauf, dass es die 5%-Hürde nicht überschreitet. Das ist eigentlich so der einer der Hauptgründe, wie ich Stopp setze. Wenn ich nicht deshalb bin ich gerade so langsam geworden, wenn ich nicht in irgendwelche Intraday-Formationen wie so ein Indie einsteige, da sind normalerweise die Stopps immer -1%, weil entweder funktioniert das mit diesem Trend und dann entferne ich mich und kann den Stopp dort stehen lassen, oder ich bin mit einem sehr geringen Risiko wieder raus. Aber wie gesagt, der Markt ist sehr volatil und Palantir hätte ich ganz gerne irgendwie als Versuch drin, weil sie eine hohe, ein bisschen höhere Average Daily Range hat. Also die hat die Fähigkeit, sich schneller zu bewegen als jetzt eine Meta oder eine Alphabet. Und deshalb schaue ich auch immer, dass ich von diesen Aktien mit einer höheren Average Daily Range so am Ende des Tages mindestens mal zwei dabei habe, die im Depot so ein bisschen für Feuer sorgen. Wenn denn der Markt sich ändert und in einen richtigen Aufwärtsmarkt übergeht, dann sind auch richtige Ausbrüche wieder besser zu handeln. Und dann kann man auch Aktien handeln, die, ich sag mal, so ein bisschen mehr Zunder haben, wie jetzt so eine Rigetti Computing, die auch eben hier so ein Wettbewerb, das ist eine unbekanntere Aktie hier. Man sieht auch irgendwie mit einem wesentlich niedrigeren Preis. Aber die hat jetzt hier in dieser ersten Bewegung innerhalb weniger Tage 130% hingelegt. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, an dem man dann einsteigen kann. Und alleine, wenn man diese Bewegung mitnimmt und mit 50% innerhalb von 2 Tagen, sagen wir mal, bei solchen Ausbrüchen, die so aggressiv sind, verkaufe ich spätestens nach 2, 3 Tagen, je nachdem, was ich der Aktie zutraue, mindestens ein Drittel, um einfach schon mal Gewinn einzufahren, und der Stopp wird auf einen Stand nachgezogen. Das heißt, diesen Teil des Gewinns habe ich schon mit. Und wenn es gut läuft, dann läuft der Stopp gedacht an dem EMA 10 oder EMA 20 lang, und ich begleite mit dem Rest der Position die Aktie so lange wie möglich weiter nach oben. Ein Ding, das man vielleicht auch beachten muss, ist, ich suche nach diesen, also bei diesem Trading selber, suche ich auch nach IPO-Basis. Das heißt, ich habe jetzt hier mal den Vertec als Beispiel. Das heißt, eine Aktie, ich zeige euch das auch wieder am besten im Wochenchart. Da sieht man schön, wie so eine optimale IPO-Base aussieht. Die Aktie hat ein IPO, kommt auf den Markt und ist zunächst meistens irgendwie, ja, überbewertet, unterbewertet. Man weiß nicht so richtig, wohin. Nach einer Zeit bildet sich so eine Base und die Aktie findet Ruhe und ja, ich sag mal, findet so ein bisschen ihren Charakter. Das ist der Moment, wo man sagen kann, dass man anfängt. Man sieht auch hier wieder, sie kommt aus dem EMA 30 raus und läuft nochmal zurück und zieht weiter. Und im Prinzip wäre das, wenn man jetzt hier mal die Base einzeichnet, hätte man sogar eine kleine Cup and Handle, die man ganz klassisch hier am Ausbruch handeln kann, hier den Rücklauf handeln kann und das weiterziehen. Und was ich zum Beispiel, diese IPO-Base, die ich gerade ganz spannend finde, die ist allerdings leider hier nicht handelbar, ist Samsara. Sieht man auch. Wunderschön, sauber ausgebildet. Bietet eine schöne Chance auf eine Cup and Handle. Und die jetzt hier ein bisschen tief ist. Eigentlich müsste ein bisschen höher sein. Aber wenn sie jetzt anfängt, sich zu fangen, wäre es noch okay. Das sind zum Beispiel auch Sachen, die ich sehr gerne handle und sehr gerne aufnehme, weil die auch eben mehr Chancen bieten,
wenn man sie denn im Anstieg erwischt, als wenn man jetzt sagt, okay, ich begleite so eine Mitarbeiter nach oben. Oder ich sage jetzt mal, hier so eine Elf Beauty ist auch, die hatte ich mal verglichen mit dem Nasdaq für irgendwas. Warte mal, die hat sich ja auch hervorragend entwickelt. Die können uns mal im Tageschart anschauen. Auch das sind natürlich Traumaktien für solche Fälle. Aber das ist im Prinzip das, was man eigentlich versucht. Man sucht sich eine Aktie, die aus einer Base ausbricht, mit irgendeiner News, die eben diesen Wedge-Pop hier macht, die wieder zurückläuft zu den EMAs. Hier sieht man, sie kommt das erste Mal am EMA 50 an, an dem blauen, den ich vorhin erwähnt habe. Und wenn man sich jetzt hier einen Alarm hingelegt hat, ganz banal, und sagt, ich möchte, wenn Elf Beauty das erste Mal den EMA 50 berührt, dabei sein und es sehen, die dreht natürlich jetzt nicht immer am EMA 50, aber ab da kann man anfangen, die Aktie dann zu beobachten und sagen, wo finde ich eine Formation, die irgendwie interessant sein könnte. Und wenn man jetzt hier dabei gewesen wäre, hätte man gesagt, okay, hier ist die EMA 50, ich hätte wahrscheinlich gesagt, ich probiere sie hier zu handeln, wenn sie ausbricht und lege den Stopp auf das Tief. In dem Fall wäre ich ausgestoppt worden. Das ist auch ein ganz, 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 ganz wichtiger Fakt. Wenn man ausgestoppt wird, heißt das nicht, dass man die Aktie sofort verlassen muss. Also, und sagt, okay, ich bin ausgestoppt worden, sondern es kann gut sein, dass man am nächsten Tag oder am übernächsten Tag wieder einen Einstieg kriegt. Wichtig ist nur, dass man die Aktie nicht mit nach unten begleitet und sagt, na, ich bleibe jetzt drin, die kommt schon wieder hoch oder ich ziehe den Stopp ein bisschen weiter. Ich habe euch mal hier Puma reingelegt. Hier sieht man mal, habe ich nämlich davon geträumt, dass Puma einen schönen Doppelboden hinlegt und ich dabei bin, wenn sie ausbricht. Und Puma hat keinen Doppelboden gemacht, sondern macht vielleicht einen Dreifachboden oder einen dreifachen Rittberger, aber keinen Doppelboden mehr. Das wäre aber im Prinzip die Erwartung gewesen. Vielleicht geht sie hier nochmal runter und hier wieder hoch, aber ich verfolge sie auf keinen Fall auf dem Weg nach unten und warte, bis sie irgendwann vielleicht wieder zurückkommt. Puma hatte ich auch mal rausgesucht, um euch zu zeigen. Ich komme jetzt auch gleich zur nächsten Frage, Valentin. Ich finde das nur relativ elementar, einmal zu verstehen, wie diese Dinge alle zusammenkommen. Also, dass man im Prinzip versucht, diese Stages zu begreifen, dass man sich die Charts anguckt, dass man sich die einzelnen Bewegungen anschaut, dass man die Aktien nicht auch wieder gleich aus dem Auge verliert und scannt. Ich kriege unheimlich viele Fragen. Was sind deine Scan-Einstellungen? Welcher EMA ist es denn? Und so, ich habe kein Buch gefunden, das es mir gesagt hat mit dem EMA. Ich habe Minervini gelesen. Der hat irgendwie geschrieben, ja, eine Aktie befindet sich dann im Aufwärtstrend, wenn eben dieser EMA, der 50, unter dem EMA 20, unter dem EMA 10 ist. Ich habe mir aber seine ganzen Championship-Trades mal angeguckt und habe gesehen, dass er unheimlich oft handelt und einsteigt, wenn eine Aktie nahe dem, das wäre jetzt schiefgegangen, aber wenn eine Aktie nahe dem EMA 50 ist. Also das hier wäre so ein typischer Minervini-Einstieg, sage ich mal, diese Höhe. Und wenn sie von hier nicht nach unten weggebrochen wäre, sondern eben nach oben ausgebrochen wäre. Das sind so ganz typische, und das muss jeder für sich selber sehen, was er daran findet. Also welchen EMA jetzt gut findet oder an welchem er sich besser orientiert. Aber ich habe euch hier Puma mal aus einem anderen Grund rausgesucht. Und zwar, wenn man sich einfach mal anschaut, das hier ist eine sehr lange Phase. Warum soll ich mich als Trendtrader in dieser Phase mit dieser Aktie beschäftigen? Also warum soll ich sie überhaupt anfassen und darüber nachdenken, dass sie hier fällt oder vielleicht steigt oder sonst irgendwas? Diese Aktie bietet mir keinen aktiven, sauberen Trend. Wenn eine Aktie permanent über die EMAs geht und permanent um die EMAs shoppt, liegt kein Trend vor. Ein Trend liegt vor, wenn, da haben wir wieder Elf Beauty, nee, wir machen mal Coursera, ah, da haben wir den falschen. Ein Trend liegt dann vor, wenn die Aktie sauber auf den EMAs reitet, sozusagen. Und dann kann ich diesen Trend auch handeln. Dann kann ich auch sagen, okay, die Aktie ist ausgebrochen. Ich lege mir hier einen Alarm hin. Hier habe ich genau das, was ich vorhin beschrieben habe.
Ich habe ein steigendes Dreieck, das ich handeln kann. Das, was mir jetzt an der, was mir in dem Fall jetzt nicht so gefallen würde, dass sie in so einem relativ frühen Stadium, deshalb habe ich sie auch nicht gehandelt, den EMA-10 schon verlässt. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass sie so sauber weiter steigt, aber es ist halt manchmal so. Und da, genau, da muss man halt irgendwie gucken, dass man genau in solchen Punkten einen Einstieg findet oder jetzt eben hier, deshalb habe ich sie auch permanent auf der Watchlist. Hier sieht man ganz schön, dass sie sich hier oben abarbeitet mit der, mit den 19 Dollar, immer wieder dagegen klopft. Im Prinzip ist das ein Level, wo man sich gut einfach mal einen Alarm hinlegen kann, kann sagen, auch wenn sie jetzt mal hier einen kleinen Fehlausbruch hatte, wo man sagen kann, hier warte ich, wenn sie hier rauskommt und Volumen hat und vielleicht der Markt an dem Tag im Rücken ist, dann ist das durchaus eine Option einzusteigen. Denn auch hier, auch Coursera nebenbei, hat eine schöne IPO-Base gebildet. Ganz sauber. Und das macht sie im Prinzip so attraktiv, weil es eine junge Aktie mit einer jungen Geschichte, die noch einiges zu bieten hat. Außerdem sind diese Preisspannen, in denen man sich bewegt, hier unten, also so in den niedrigen 20ern, 45, also diese Preisspanne hier zwischen, ich sag mal, 15 und 50 Dollar ist eine sehr attraktive bei jüngeren Aktien, um einen Einstieg zu finden. Das heißt jetzt nicht, dass man eine Louis Vuitton nicht handeln kann oder so, oder Aktien, die teurer sind. Aber gerade wenn man jetzt so junge IPOs hat, ist einfach die Chance, es gibt da eben Statistiken drüber, größer, dass man einen Verdoppler erwischt wie bei den anderen. Sehr gut. Und ich glaube, ich glaube, das war's dazu. Wenn sich jetzt einige User vielleicht wundern, warum einige Kurse bei dir in deiner Watchlist gerade ins Rote gerutscht sind, es liegt daran, dass der Fed-Vorsitzende Jerome Powell gerade anscheinend spricht oder gesprochen hat und anscheinend könnten die Zinsen weiterhin länger so hoch bleiben, aber eigentlich sollte das keinen wundern. Dennoch hat der Markt jetzt erstmal negativ reagiert und hat kurz von 15.000 auf 14.831 Punkten abverkauft, also im Nasdaq jetzt. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Ja, wir wollen uns ja trotzdem jetzt hier auf die Zukunft fokussieren, was man vielleicht noch handeln könnte, wie man das Wissen von dir am besten nutzt und dann für sein Handeln einsetzen kann. Wir hatten das schon angesprochen gehabt, wollen natürlich über die Quartalszahlen auch sprechen. Da hatten ja gestern Netflix und Tesla berichtet. Netflix, die Erwartungen waren wirklich sehr, sehr niedrig. Analysten haben schon im Vorhinein die Kursziele gesenkt und haben ziemlich negative Kommentare abgegeben, beispielsweise zum werbefinanzierten Abo-Modell, dass das anscheinend nicht wirklich anlaufen soll. Aber Netflix hat eines Besseren belehrt. Das Abo-Wachstum war sehr, sehr stark. Anscheinend greift der Crackdown auf das Passwort-Sharing und der Free Cashflow war auch deutlich über den Erwartungen. Da muss man natürlich berücksichtigen, dass viele neue Serien nicht gedreht werden, deswegen dann auch kein Geld ausgegeben wird, weil es da gerade diese Streiks gibt in Hollywood. Aber die Zahlen, muss man wirklich sagen, waren alles andere als von schlechten Eltern. Der Tesla hingegen, da waren die Erwartungen eigentlich schon ein bisschen tiefer, aber die Margen kamen dann nochmal deutlich unter den Erwartungen rein und da hat es auch nicht geholfen, dass man jetzt die Produktion für den Cybertruck im November starten will, vor allem nun, da der anscheinend sehr komplexe Bauteile benötigt, die auch nicht so einfach zu bekommen sind. Und Elon Musk hat sich dann im Conference Call auch nochmal ein bisschen negativ zur Wirtschaft geäußert und auch die Hoffnungen auf hohe Verkaufszahlen erstmal so ein bisschen gedämpft wird. Da er meinte, dass wenn die Zinsen weiterhin so hoch bleiben, dass es vielleicht dann die Nachfrage dämpfen könnte, weil Autos werden oft kreditfinanziert und wenn die Zinsen sehr hoch sind, werden sich immer weniger Leute leisten können. Genau dementsprechend ging es dann da heute deutlich runter. Ich glaube, wir sind sogar Verlierer im Nasdaq vorhin waren es mehr minus 7%. Netflix waren es hingegen
plus 15%. Ob das jetzt noch so ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich hatte die Frage an dich so, oder es kam auch die Frage vom Klaus gleich zu Beginn, wie du Tesla so einordnen würdest oder wie du an sowas rangehen würdest oder generell, wie du Earnings handelst. Weil ich habe das schon gehört von dir, dass du sogar manchmal Earnings handelst, aber nur unter einer ganz bestimmten Voraussetzung. Und da hast du sogar, glaube ich, zwei Setups, wo du es zeigen wolltest. Ja, es gibt im Prinzip, ich steige ganz selten, also ich selber steige, also es gibt eigentlich drei Arten, Earnings zu handeln. Das eine ist natürlich, man schafft es irgendwie, in der Vorbörse oder in der Nachbörse, aufgrund von Fakten einzusteigen, wo man sagt, ja, ich glaube jetzt, sie steigt oder sie fällt oder steigt weiter. Das ist aber etwas, was ich persönlich nie mache. Also bleiben für mich nur zwei Wege, Earnings zu handeln. Das eine ist das Opening Range High und das andere ist die Flagge, die sich nach den Earnings bildet. Das Opening Range High ist der riskantere und der aggressivere Einstieg. Ich habe euch das mal hier bei Coursera zurechtgelegt. Wenn man mal hier. Hoppla, wo war also hier? Hier gab es Zahlen und die Aktie hat sehr hoch, hat mit einem hohen Upgap eröffnet. Und da ist jetzt die Frage, wie komme ich in so eine Aktie rein oder wie könnte ich die handeln? Moment, ich hatte das eigentlich auch schon so gespeichert, indem ich mir nämlich in dem Fall jetzt den 10-Minuten-Chart nehmen, ich kann aber auch den 5-Minuten-Chart nehmen, glaube ich, bei der. Ja. Und habe dann Handel zum Beispiel das 5-Minuten-Opening-Range-High. Das heißt, die Aktie eröffnet und legt eine erste 5-Minuten-Kerze hin. Die Range dieser 5-Minuten-Kerze ist die Range, die ich handle. Sobald die Aktie, sobald der Kurs das Hoch überspringt. Keine Ahnung, warum der Pfeil jetzt an diesem ist und nicht an dem. So. Ach so, weil es auf dem 10-Minuten-Chart war. Und jetzt habe ich auf 5 Minuten geschaltet. Gut. Dann, sobald der Kurs praktisch das Hoch der ersten 5-Minuten-Kerze wieder überschreitet, steige ich ein und lege den Stopp auf das Tief der 5-Minuten-Kerze. Das heißt, der Stopp liegt auch bei diesem Einstieg des Opening Range High immer auf dem Tagestief. Und dann, ja, und dann hoffe ich im Prinzip, dass dieser Stopp nicht mehr getroffen wird, was jetzt im Fall von Coursera hier tatsächlich auch funktioniert hätte. So, also man wäre mit dem 5-Minuten Opening Range High in die Aktie reingekommen. Jetzt ist es natürlich so, man kann genauso gut das 1-Minuten Opening Range High, das 15 Minuten, das 30 Minuten, auch das 1 Stunden Opening Range High handeln. Oftmals ist es jetzt gar nicht so von Nachteil, weil man sieht nämlich, wenn ich jetzt von 5 Minuten auf 10 Minuten umschalte, habe ich immer noch das gleiche Hoch. Ich weiß nicht, wie es bei einer Minute ist. Weil ja, eine Minute kann ich leider nicht vergleichen, weil der Kurs nicht weit zurück genug reicht dann. Aber im Prinzip ist es so, dass ich die erste Unruhe der Aktie abwarte und mit dieser Range praktisch den Beweis bekomme, dass sie wirklich steigen möchte. Und dann steige ich ein. Das ist eine Möglichkeit, in so einen Earnings-Trade zu kommen. Wie gesagt, der aggressivere Weg. Der, den ich hauptsächlich wähle und den ich persönlich auch ein bisschen sicherer finde, ist die Earnings Flag oder die Base, die sich nach den Earnings bildet. Das sieht man hier eben auch. Also wenn man sagt, die Aktie zappelt sich hier aus, steigt und so weiter. Man kann natürlich Pech haben und sie steigt direkt weiter und man kriegt erstmal keine Chance reinzukommen. Dann muss man halt so eine Konsolidierung weiter oben abwarten. In dem Fall wie hier, wie bei Coursera, hätte man sogar noch die normale Flagge, die sich danach bildet, eben handeln können und hätte sagen können, okay, ich handle sie so, entweder auf dem Weg und sage, wenn sie aus diesem
aus diesem fallenden Teil ausweicht, dann handle ich sie oder ich handle sie so, wie ich sie vorhin eingezeichnet habe. Jetzt wundert euch nicht, das hatte ich schon mal erklärt. Ich mache das auch sehr oft, dass ich die Linien nicht, wie man es eigentlich macht, so wirklich auf das absolute Hoch des Hochs lege. Das mache ich manchmal, manchmal auch nicht. Ich mache es oft, wenn ich tiefer lege, deshalb, weil ich das Gefühl habe, da habe ich mehr Kontaktpunkte. Ich habe hier eins, zwei, drei, vier Kontaktpunkte zum Kurs und hier oben habe ich nur, wenn ich ganz extrem bin und ganz genau einen einzigen Kontaktpunkt. Also interessiert mich dieses Hoch als Einstieg eigentlich weniger, weil der Preis viel öfter hier Probleme hat und sich hier dran gerieben hat, als da oben an dem Punkt. Deshalb lege ich Linien manchmal, das ist so ein bisschen ausprobieren, nicht dahin, ja, wo man sie offiziell hinlegt. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass ich an jeden Kurs hingehe und sage, ich lege die jetzt immer unten auf und vergesse einfach alle Dochte. Das meine ich nicht. Ich meine, wie gesagt, nur so oft wie möglich in Kontakt mit dem Kurs zu bleiben. Das ist eben die Post-Earnings-Flag. Die habe ich auch hier bei Palantir. Kann man die auch nochmal super schön zeigen. Es gibt gute Earnings, auch immer super schön, wenn da so ein bisschen eine Überraschung dabei ist. Das heißt, ich habe hier eine Base, ich habe mit den Earnings ein anziehendes Volumen und ich habe diesen Wedge-Pop, von dem ich gesprochen habe. Und gleichzeitig ist diese Earnings-Flagge, die sich bildet, auch noch der EMA-Crossback sozusagen, den ich euch vorhin gezeigt habe. Dann habe ich hier alles ganz vorbildlich. Hier sieht man irgendwie, dass das Volumen hoch ist. Vorher, dann beim Anstieg, dann beim weiteren Anstieg und das Volumen ist, also wenn die Balken rot sind und und sie fällt, die Aktie, ist das Volumen wesentlich geringer. Klar steigt sie jetzt hier, aber das Volumen fällt die ganze Zeit. Das heißt, es baut sich sozusagen eine Preisebene auf, die dann auch noch zufällig um die 10 Euro, also auch noch um eine runde Marke liegt, was eigentlich eine schöne Voraussetzung zum Handeln ist. Weil eine runde Marke, das sieht man ja hier, psychologisch auch immer eine Hürde darstellt, aber nach guten Earnings will die Aktie kurz drüber hinaus, dann kehrt sie aber zurück, oh, 10 Euro, das war hier auch schon mal eine Hürde und fällt wieder zurück und bricht dann doch aus. Bildet sich übrigens auch genau auf diesem Weg, psychologisch bildet sich so die Cup and Handle, das heißt, es gibt ein altes Hoch, dann rackert sich die Aktie ab und schafft es wieder zu dem Hoch. Dann gibt es die ersten Verkäufer, weil das ist ja der Widerstand. Und der Henkel bildet sich und die Aktie rappelt sich wieder und steigt weiter an und bricht aus nach oben. Und wäre jetzt hier gutes Beispiel. Auch schön, dass sie hier konsolidiert. Das ist jetzt leider kein Inside Day, sonst hätte ich euch hier auch gerade den Handel mit dem Inside Day zeigen können. Ja. Aber das sind so die beiden Arten. Ja, sehr, sehr gut. Ja, es gibt diverse Arten, so Earnings zu spielen. Beispielsweise auch gestern, wenn der Pessimismus sehr, sehr hoch ist, dann ist es natürlich ein gutes Fundament, da auch ja, eine Überraschung zu erwarten. Oder da hatte ich auch schon mal einen Beitrag auf Stockfree zugeschrieben, den Post-Earnings-Announcement Drift. Also beispielsweise bei Tesla jetzt, die Erwartungen, also es funktioniert am besten, wenn die Erwartungen wirklich schlecht sind, die Aktie dann positiv überrascht. Dann müssen die ganzen Analysten dann in den Folgetagen erstmal wieder ihre ganzen ja, negativen Meinungen revidieren, Kursziel anheben und in den Folgetagen ja, lebt die Aktie dann quasi von diesem Momentum erstmal weiter und ja, tendenziell geht es dann höher. Gibt es auch einige wissenschaftliche Studien zu. Wen es interessiert, gerne mal bei mir in den Beiträgen auf StockTube vorbeischauen. Ich glaube, der hieß irgendwie "So tradet man Earnings richtig". Ja. Clickbait natürlich, aber ist wirklich von sehr, sehr viel wertvollen Informationen der Artikel. Jetzt, da wir schon ziemlich fortgeschritten sind in der Zeit, ich glaube, wir sollten uns die ganzen anderen Themen wie Inside Day oder Intraday Setups vielleicht sogar für ein anderes Mal ja, aufbewahren, damit wir Ja. das wirklich detaillierter besprechen können, weil ich glaube, so profitieren die Leute am meisten. Aber ich glaube, in den 7 Minuten können wir gerne nochmal die ein oder andere Aktie, wenn es dich nicht stört, irgendwie ansprechen, vielleicht was so deine Meinung ist oder wie du rangehen würdest. Der Klaus hat ja gefragt, oder wenn noch Fragen sind, gerne in die Kommentare schreiben, dann können wir es nochmal ansprechen.
Aber den Klaus würde Tesla oder Infineon interessieren. Aber ich glaube, die meisten ja, wären da so bei Tesla, so nach den Quartalszahlen. Aber anfassen würdest Tesla? du jetzt wahrscheinlich erstmal nicht, oder? Was sagst du? Tesla Ja, würdest du kann ich jetzt wohl machen. erstmal nicht mehr anfassen, weil, wie gesagt, die Zahlen. Nein, nein, Tesla würde ich jetzt, also Tesla würde ich persönlich jetzt nicht anfassen. Also hier sieht man, was ich eigentlich erwartet hätte. Also wenn die Aktie jetzt nach Zahlen hier über diesen Kaufträger gesprungen wäre, die Chance bestand ja, also dass sie entweder nach oben oder nach unten wegspringt. Jetzt ist natürlich das Einzige, was man machen kann, dass man sagen kann, man könnte sich jetzt auf die Lauer legen, wenn man an sowas Interesse hat. Und zwar an der Stelle, also wenn ich jetzt unbedingt bei Tesla einsteigen wollte, dann fände ich das Niveau hier unten insofern ganz spannend, weil sich hier aus einem ehemaligen Widerstand eben auch ein wirklicher Support gebildet hat. Und gleichzeitig bewegt sich die Aktie so auf die 200 zu. Also ich würde wahrscheinlich hier versuchen, nach Reversals Ausschau zu halten, wenn ich jetzt an Tesla Interesse habe. Hier zum Beispiel genau, ich habe jetzt auf dem Nasdaq Basic, sorry, da sind die, Alles gut. da stimmen die, genau. Ich hätte hier, hätte man sogar zum Beispiel noch ein Gap, das man vielleicht handeln kann. Also wenn hier das Gap Close zustande kommt, bei 217 kann man sich irgendwie mal nach einem Dreh auf die Lauer legen. Wobei das sind immer, das muss man bedenken, das sind immer Zonen. Also die kann man jetzt nicht, ja, man kann jetzt, also ich mache das zumindest nicht, dass ich sage, ja genau, jetzt warte ich hier und lege meinen Alarm auf 217. Die Zonen, die wir als Stoppzonen verwenden, sind auch oft Support, also sind ja eben meistens Supportzonen. Also wenn ich jetzt sage, ich hätte die Aktie hier unten ab, hier hätte ich irgendwie, weil sie hier einen Support hat, irgendwo einen Stopp hingelegt, dann rechne ich auch immer damit, dass sie nach dem Stopp wieder dreht und nach oben zieht. Also genau das macht, was sie hier macht, dass sie einmal kurz eintaucht und dann wieder nach oben geht. Genau das kann eben hier auch passieren, dass sie einmal eintaucht und wieder nach oben geht. Und in dem Fall geht man dann eben in den Intraday. Also so mache ich es dann. Geht man in den Intraday-Chart und handelt das. Wenn man jetzt natürlich nicht am Rechner sitzt und man ist eher, was weiß ich, guckt abends auf den Chart und sagt, ja, ich möchte die aber trotzdem handeln, dann muss man sich einfach die Kerzen anschauen und muss sagen, wenn dann an der Stelle hier ein Hammer entsteht, eine Hammerkerze, also so wie hier jetzt, dann kann man irgendwie schon mal davon ausgehen, dass sie eine gute Chance hat, zumindest zu steigen. Das Problem ist bei einem Hammer immer, dass der Stopp auf dem Tief des Hammers liegt. Das heißt, der ist mitunter relativ, kann mitunter relativ weit weg sein. Das heißt, wenn jetzt diese Konstellation an dieser Stelle hier stattgefunden hätte, dann hätte ich hier einen Hammer, die Aktie eröffnet am nächsten Tag hier oben, sehe und ich würde sagen, okay, ich kaufe sie hier, dann bin ich bei 186,50 und habe meinen Stopp hier unten. Also das sind mal runde 10 Dollar weniger. Das wäre mir jetzt als Stopp viel zu weit. Interessant finde ich aber wieder, wenn ich jetzt aktiv handle, und das ist eine sehr gängige Methode auch, die hier Steve Neeson in seinem Buch beschreibt, dass man nach einem Hammer wartet, bis die Aktie nochmal in den Hammer hineingeht und dann dreht. Und man steigt jetzt, man versucht eben hier das Reversal zu handeln und hat dann eben nur noch den Abstand von hier bis hier, nämlich mit 4 Dollar zum Stopp. Und das wäre eben die Möglichkeit. Oder man handelt das Reversal direkt hier. Das kann ich euch mal zeigen. Das hatte ich bei diesen Intraday, als nur ganz kurz einer von diesen Intraday-Trades. Das sehe dann genau so aus. Also man hat, das ist jetzt mal bei Meta ein Reversal. Ich habe mir das nur mit dem Rechteck markiert, das brauchen wir nicht. Normalerweise sehen die Charts nicht so wild aus. Ich habe nur die vergangenen Pivot-Punkte hier einzeichnen lassen, um euch das mal zu zeigen. Das heißt, ich habe eine Aktie, die kommt auf ein Niveau, wie wir es eben gesehen haben, bei Tesla zurück. Ich markiere mir das und sage, okay, das ist also so die Zone, in der das etwa stattfinden könnte.
Und dann sehe ich, dass hier bei den Tagespivots, ich bewege mich jetzt an diesem Tag, ja, und die Aktie fällt stark, fällt mit langen Kerzen, das ist immer gut. Reversal tradet man mit Panik. Also das ist nicht wie ein Indie, der so langsam nach oben schleicht, sondern er fällt schnell und stark. Und dann dreht sie, die bildet hier eine kleine Range auf dem Support 2. Das ist schon relativ weit unten in der Tagesspanne von der Aktie. Und das ist gleichzeitig der Punkt oder die Höhe des Supports auf der linken Seite. Das heißt, wenn ich hier dieses Reversal sehe und wollte jetzt bei Meta einsteigen, würde ich wahrscheinlich hier einsteigen, wenn sie die Range verlässt, also auf der Höhe, und würde den Stopp hier hinlegen. Und habe einen Einstieg mit einem 1,50 Dollar Stopp bei einer Aktie, die 278 Dollar kostet, ganz gute Chance. So ähnlich würde ich das bei Tesla auch machen, wenn ich sie denn interessant fände. Also genau hier auf ein Reversal achten. Sehr, sehr gut. Dann, ich glaube, ja, jetzt ist 7 Uhr. Die Birgit hat dann noch gefragt, wie du nach deinen Werten in der Liste scannst. Vielleicht ist das sogar ein Thema, was du in einem deiner nächsten Studies bei TradeMate schreiben könntest. Du schreibst ja ziemlich häufig dann am Wochenende immer mal wieder so spannende, wissenswerte Beiträge. Die nächste Zeit vielleicht ein bisschen weniger, bist du ja im wohlverdienten Urlaub. Das sprechen wir bestimmt das eine oder andere Mal dann an, oder du kannst es mal ansprechen. Ansonsten können wir die ganzen anderen Themen in den kommenden Webinaren behandeln. Aber ich hätte eine ultimative Empfehlung noch an alle, die hier zuschauen. Wenn ihr noch kein Stockfree Plus habt, dann solltet ihr auf jeden Fall, und kein TradeMate-Abonnent seid, dann solltet ihr auf jeden Fall den Code Start Plus mal ausprobieren. Also Start Plus zusammengeschrieben. Ich kann das Ganze auch mal zeigen, wie das funktionieren würde, weil damit bekommt ihr Stockfree Plus für einen Monat komplett gratis. Und jetzt müsste noch der Bildschirm teilen. Der will gerade irgendwie nicht. Jedenfalls einfach bei auf stockfree.com auf der Website zu Premium gehen, dann Stockfree Plus auswählen und dann kann man, jetzt teilen wir genau hier, einfach hier auf Premium klicken, dann auf Plus, da steht jetzt eigentlich der Preis, aber mit dem Code hier, den einfach ganz zum Schluss eingeben, dann bekommt ihr das Ganze einen Monat lang kostenlos und dann könnt ihr wirklich diverse Artikel lesen, wie beispielsweise die Market Insights, den ich ganz am Anfang erwähnt hatte. Das zeige ich euch auch mal. Genau, das war der beispielsweise. Da sind ganz viele Grafiken. In dem Fall sind es über 20 Stück zu diversen Themen und viele weitere Beiträge von unseren ganzen Experten. Und wenn ihr noch mehr wollt von Dirk oder die ganzen anderen Tradern, die auch bei Stockfree TradeMate sind, dann könnt ihr den Service jederzeit 14 Tage unverbindlich ausprobieren. Also das rate ich jedem einfach mal machen. Wenn es euch nicht gefällt, dann einfach wieder deabonnieren. Ansonsten TradeMate im 12-Monats-Abo spart ihr dann nochmal deutlich 20% im Vergleich zum 1-Monats-Abo. Und genau da gibt es dann hier ein extra Dashboard auf Stockfree. Hier, da kann man draufklicken und dann sieht man die ganzen Expertenbeiträge, sieht ihr die Posts von den Experten und die ganzen Trades auch hier bei dem 10-Trader. Wird das alles sehr, sehr engmaschig begleitet. Also wer das mal ausprobieren will, bei TradeMate hat man auch Stockfree Plus dabei. Ist meine absolute Empfehlung und war wirklich sehr, sehr schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, zuzuschauen. Die Leute freuen sich auch sehr und bedanken sich hier. Also es hat anscheinend nicht nur mir sehr viel Spaß gemacht. Die Aufzeichnung, wer sich das vielleicht nochmal in Ruhe anschauen will, schaut gerne morgen einfach auf YouTube vorbei. Ganze kann ich auch mal zeigen, wie man es findet. Einfach auf YouTube gehen und dann nach dem Stockfree-Kanal suchen. Den erkennt man auch an dem blauen Logo hier. Und dann unter Videos, da wird es dann morgen auch live gehen. Ansonsten, wenn man viele Tipps und Tricks zu Stockfree haben will, wie man diverse Dinge benutzt, einfach How to Stockfree suchen. Und da gibt es auch einen Zweitkanal, der sieht so aus. Und da stelle ich
diverse Tipps und Tricks vor, auch die ganzen Webinare zu den verschiedensten Tools, beispielsweise zur Chartanalyse, findet man dort auch. Und dann würde ich sagen, ich übergebe das Schlusswort an dich und ja. Ja, vielen Dank. Also wollte ich auch noch sagen. Danke fürs Zuhören. Und ja. Dann hoffe ich, dass ihr alle mal vorbeischaut bei Stock with Trademates. Man könnte dem Dirk mal über die Schulter schauen. Gerne, wie gesagt, auch eure Fragen dann stellen, wenn ihr Fragen habt. Und dann wünsche ich euch uns noch einen schönen Abend. Mittlerweile gibt es auch ein schönes Reversal hier in der Nasdaq, wie man es hier sieht. Intraday, hier der Dip. Und jetzt geht's wieder hoch. Ja, gut. Also es wie gut, bleibt dass, wie gut, dass wir einfach, wie gut, dass wir einfach im Webinar waren. Ja, ich sage doch, einfach im Webinar bleiben, dann ist jeder sicher und die Kurse, man genau. Passt. Es ist nichts passiert in der Zwischenzeit. Dann einige panisch geworden am Rechner, hätten schnell verkauft und so ist man ganz ruhig geblieben. Also es lohnt sich, hier dabei zu sein. Dann würde ich sagen, ich wünsche uns noch einen schönen Abend, eine erfolgreiche Schlusswoche und nächste Woche geht es dann wirklich rund mit den Quartalszahlen, aber das kann man dann alles auf Stockfree natürlich nachlesen oder wenn du einen Trade umsetzt, vielleicht Post-Earnings mal einen Trade vollziehst, wird man das auch nicht verpassen. Von dem her, schönen Abend uns allen und bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir auch, Valentin. Dankeschön, danke. Tschüss.